So, weiter geht's mit dem Bohrturm. Jetzt müssen wir wieder raufkraxeln. Aber das Runterspringen hat sich echt gelohnt. Den goldenen Drachen haben wir uns geholt und die Uzis dadurch. So. Müssen wir die ganzen Sprünge da noch mal vollführen. Jetzt weiter. Der Witz ist, die grüne Chipkarte, die braucht nur für einen einzigen Zweck. Das zeige ich euch jetzt gleich. Man muss nämlich das Wasser wieder in das andere Becken umleiten, und wenn man das macht, kommt man ja nicht mehr um. Und deswegen braucht man die grüne Chipkarte, damit sich die Tür öffnet. So, dass Wasser auf der anderen Seite drüben ist und man trotzdem hin kann. Schon wieder so einer. Der wimmelt so von denen hier. Und alle schauen gleich aus. Genau. Hier. Jetzt müssen wir das Wasser, wie gesagt, wieder in den anderen, in das andere Becken umleiten. So. Das Problem ist nur, jetzt ist in dem anderen Becken kein Wasser mehr und mir darf man nicht drüber kommen. Wenn wir jetzt aber hier die blöde grüne Chipkarte reintun. Dann geht die Tür da auf. Und wir kommen rüber, ne? Und jetzt sind wir beim Wasser herüben. Da, hier wart man nicht drüber kommen. Das ist ja das. Hätte die nicht einfach die Fenster da einschießen können? Anstatt sich die ganze Mühe mit der Chipkarte nach da. Stellt sich schon manchmal saudum an, das Weiberleid. Gibt's ja gar nicht. Und das alles bloß, um so einen scheiß Dolch zum holen. Ja. Waren wir in China bei der großen Mauer und wo sind wir jetzt? Irgendwo auf dem Meer. Bohrturm. So. Hier endet das Level der Bohrturm, aber eigentlich geht es weiter mit dem Bohrturm. Die nächste Level heißt die Tiefe. Ja, geht genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. So. Schiffsschraube da ausschalten oder was auch immer das ist, sonst treibt uns der Sog mitten rein und zerhäckselt uns. So, jetzt ein Tor da oben geöffnet, das sehen wir später dann noch. Da, die Schiffsschraube steht still, die hätte uns zerhäckselt, wenn wir es nicht ausgeschaltet hätten. So, da schwimmen wir jetzt schnell hinten. Ist jetzt kein Secret nicht, aber 4 Granaten. Die können auch sehr nützlich sein. Wir haben zwar einen Granatenwerfer noch nicht. Wir haben ihn ja beim Bohrturm leider verloren und noch nicht wiedergefunden. Im Schiffswrack der Maria Doria findet man dann wieder. Das ist, glaube ich, die übernächste Level. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Da können wir jetzt wieder ein paar so Volldeppen. Aha. So, Schrotmunition. Was hat der fallen lassen? Ah, der ist wieder in die Treppe reingefallen mit seinem Schädel. Aha. Ah, Uzi-Munition. Sehr nützlich. Die zwei Deppen da drin.
knüpfen wir später vor. Das ist jetzt auch wieder ziemlich gefährlich, deswegen speichert ihr. Diese blöden beweglichen Haken da. Die gehen dann ganz schön weiter, glaube ich. Säurebad da unten. Darf man aufschauen. So. Hier ist so eine kleine Luke. Und hier ist das erste Secret drin. Das sagt man vielleicht jetzt gar nicht. Ich sag's euch mal hier. Der erste Drache, der Steindrache ist hier. Aha. Hier speichert man. Weil man kann wirklich sehr, sehr leicht in dieses dämliche Säurebad reinfallen. Was sage ich? Ich weiß auch nicht, warum das klappt nicht immer. Da muss man genau im richtigen Moment die Aktionstaste drücken, damit sie sich da unten festkreit. Genau, jetzt auch. Das Zeug spritzt auch noch, ne? So. Ich glaube, deswegen heißt dieses Level die Tiefe. Das ist die längste Leiter im ganzen Spiel. Ah, da mal an der Stelle mal beenden.